Wir haben den Deathworm gezähmt. Man kann ihn reiten. Super cool. Machen wir gleich mal die Wyvern weg hier. Hallo und herzlich willkommen zu Modded Ark Pugnacia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Während unsere Pflanzen auswachsen, habe ich mal wieder so einen Rundflug über unsere Inseln hier gemacht, über die ganze Karte. Und habe mich so ein bisschen umgeguckt und habe super viele interessante Sachen gefunden. Wir sind jetzt so ziemlich am anderen Ende der Map. Mal auf die Karte schauen. Dann sehen wir irgendwann was. So. Und zwar sind wir jetzt ganz hier oben im Nordwesten. Und ja, so super weit sind wir gar nicht weg von zu Hause, oder? Ich weiß noch nicht mal ganz sicher, wo unser Zuhause ist. Das müssen wir mal abchecken, wenn wir wieder zu Hause sind. Wir sind auf jeden Fall auf dieser einzelnen kleinen Wüsteninsel und hier ist es ziemlich interessant. Da ist zum Beispiel irgendwas unten im Bild. Das sieht aus wie ein riesiger Wurm. Da sind noch überall Wyvern unterwegs. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, sind Silica Pearls. Die muss es also wirklich am Grunde des Meeres geben oder so. Ziemlich gut versteckt. Hier gibt es jedenfalls keine. Hier gibt es nur Würmer. Riesengroße Würmer. Wow, ziemlich bunte Würmer. Der sieht so aus, als würde er da so ein bisschen feststecken. Deathworm, Level 604, also ziemlich hoch. Der hat nur 39.000 HP. Das ist ja nicht viel mehr, als hier unsere Ming hat. Hm, was machen wir denn da? Der hat ziemlich viel Torpor. Ob man die wohl betäuben kann? Also das ist kein normaler Deathworm, der macht komische Sachen. Der ist die ganze Zeit an der Oberfläche. Der vergräbt sich nicht. Und der hat Torpor. Mal gucken, ob wir den betäuben können. Ich hau jetzt mal so ein Dart rein. Wir haben ja die Darts noch gar nicht getestet. Mal sehen, was die machen. So, Treffer. Okay, die machen Torpor auf jeden Fall. 20.000? Okay. Boah, das geht ziemlich schnell wieder runter, oder? Das ist aber nicht gut. Wir bearbeiten den jetzt mal mit Tranks. Die machen ziemlich viel, aber ich glaube nicht so viel mehr als die Pfeile, ehrlich gesagt. So. Mal sehen, wie viel der dann braucht. Der müsste nur ungefähr 5. Wie viel hatte der? 7, 8 irgendwie so brauchen. Okay, der hat eine ganz große Hitbox. Da kann man auch ein bisschen daneben schießen. Das ist gut. Und jetzt? Können wir kurz gucken oder verliert er dann gleich wieder Torpor? Du hast immer noch nicht genug. Der hat 167.000. Oh, der verliert schon wieder. Der verliert total schnell Torpor. Wow. Die müssen wir einfach bearbeiten, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, was der frisst. Das ist ein riesiger Wurm. Vielleicht frisst der Spoiled Meat oder so. Okay, er ist down. Er schläft. Ein schlafender Wurm. Der ist einfach umgekippt. Mal schauen. Oh. Der Sand macht komische Sachen. Wir haben immer noch Kampfmusik. Ist aber nichts in der Gegend. Oh, der verliert Torpor ganz schnell. Frisst du sowas oder sowas? Oder frisst du überhaupt irgendwas? Wir geben hier mal so ein Narkotik. Ich habe ganz wenig Narkotik nur dabei. Ich weiß nicht, ob er sowas frisst. Hast du irgendwo ein Overlay? Ja, hast du. Taming. Das müsste funktionieren. Dann geben wir ihm jetzt so ein Tame-Axe-Ding. Oh, wo sind die überhaupt? Okay. It makes you think of food. Das müsste das sein. Der müsste jetzt hungrig werden. Mal gucken. Irgendwas davon frisst der. Spoiled Meat habe ich nicht allzu viel. Der kriegt aber keinen Hunger. Wieso kriegst du denn keinen Hunger? Wir haben ihm doch jetzt so ein Elixier gegeben. Das ist komisch. Ich habe das doch nicht selber gefuttert. Nee. Also ich habe ihm dieses Elixier gegeben und der kriegt trotzdem keinen Hunger. Hast du überhaupt schon was gefuttert? Nö. Oh, das sieht so aus, als würde der wieder aufwachen. Das ist nicht gut. Ja, der verliert jetzt... Jetzt kriegt er wieder dazu? Ich verstehe nicht so ganz, was hier läuft. Also, der Torpor-Wert schwankt ziemlich. Und Food ist nicht runtergegangen. Dabei steht hier doch dabei, makes you think of food. Da müsstet ihr noch Hunger kriegen. Der kriegt immer noch Torpor dazu. Ja, Food geht langsam runter. Vielleicht reicht das sogar, wenn es so weitergeht. Wir müssen auf 29.020 Food kommen. Dann müsste der sich so ein Steak hier reinziehen.
Ich vermute mal, dass der mehr braucht. Der ist nämlich ziemlich hoch vom Level. Okay. Er hat gefressen. Das war aber noch. Ich glaube, das waren nur 50 Food oder so, ne? Also, frag mich nicht, was hier mit der Taming Bar los ist. Die geht hoch und runter und macht komische Sachen. Aber jetzt bleibt sie irgendwie stabil. Super witzig. Ich weiß nicht, ob wir hier die ganze Zeit in der Gegend bleiben sollen. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Der könnte halt jede Sekunde aufwachen, wenn da wieder so ein. Wenn sich wieder irgendwas ändert. Oh, die sehen super creepy aus. Kann man die wohl reiten? Was macht man denn mit Deathworms? Hm. Ja, also der muss so ein Primate gefressen haben, ne? Das ganze schlechte Fleisch ist noch da. Okay. Wir warten jetzt einfach mal ab, bis der hier auszähmt. 100%, das ist definitiv das Richtige, um den zu zähmen. Was ist das? Alles nur Stein. Super witzig. Mal sehen, was der kann. Der Deathworm. Den müssen wir ja irgendwie nach Hause bringen von hier aus. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das ist ziemlich weit. Die Insel ist total schön. Also große Teile der Map sind total schön. Da ist noch so einer. Du bist Level 380er. Also wir haben einen ziemlich guten gefunden. Wow, Kano. Wow, Wyvern. Wow, was ist das? Was zum Teufel? Skelette Giga. Level 400. Was hast denn du für Stats? 260.000 HP. Aber ganz wenig Torpor. Aber dich kann man bestimmt nicht zähmen, oder? Du bist ja ein Skelettel. Hier sind überall Wyvern unterwegs. 89 und... Lightning Wyvern. 67. Also alle super low. Die kann man höchstens zu Prime Meat verarbeiten. Mehr können wir mit denen nicht machen. Was ist hier los? Der liegt noch. Hm. Also das dauert einen Moment, bis hier Tiere spawnen. Ich war hier zum ersten Mal unterwegs. Jetzt spawnt hier immer mehr Viechzeugs. Ich hoffe, dass hier kein richtig fieses Viech spawnt. So ein Giga oder so. Der könnte uns ein bisschen Strich durch die Rechnung machen. Also Torpor ist jetzt stabil, beziehungsweise steigt sogar leicht. Und ich habe keine Ahnung warum, weil die zwei Narkotics oder drei, die ich ihm gegeben habe, die sind ja schon lange abgelaufen. Aber egal, Hauptsache, er wacht nicht auf, ne? Das ist das Wichtigste. Sieht so aus, als könnten wir den mit nach Hause nehmen, vielleicht. Wenn wir rausfinden, wie wir das bewerkstelligen. Wir haben ja noch keine Teleporter. Da ist schon wieder einer gespawnt. Oh je. Ganz schön gefährlich hier. Ich glaube, das ist der 380er. Da müssen wir aufpassen, dass der uns nicht überrascht hier. Den können wir dann gleich platt machen. Wurm gegen Wurm. Mal sehen, wer gewinnt. Wahrscheinlich der Wurm. Ich setze mich jetzt erstmal irgendwo oben hin, wo es ein bisschen ungefährlicher ist. Dann warte ich ab, bis der auszähmt. Wow. Alter, Schock. Ich glaube, wir sind fertig. Oh. Mann, habe ich mich erschreckt. Okay. Wir haben einen Deathworm gezähmt. Man kann ihn reiten. Super cool. Machen wir gleich mal die Wyvern weg hier. Das war ja die Low-Level-Wyvern. Die sollten wir ganz gut schaffen, ne? Ja. Läuft. Okay. Sulfur bekommen. Hm. Jede Menge Prime Meat. Auch immer gut. Falls wir noch Deathworms zähmen wollen. Wir haben jetzt 64.000 HP. Das ist eigentlich ziemlich gut, ne? Gehen mal auf 100.000. Und ultra viel Gewicht. Melee Damage. Der hat kein Oxygen. Dann müssten wir den durchs Meer nach Hause bringen können, theoretisch. Vielleicht. Movement Speed? Weiß ich nicht, ob wir brauchen. Melee Damage? Immer gut. Nochmal. 1500. Oh ja, ein bisschen Movement Speed wäre nicht verkehrt. Ist jetzt nicht der allerschnellste, aber er kann sprinten. Oh, ich will die Motte nicht alleine lassen. Ming. Ich habe ein bisschen Angst um Ming. Wir müssten den jetzt erstmal nach Hause bringen irgendwie. Oh, und ich weiß nicht, ob wir den... Kann er sich einbuddeln? Weil hier kommt er ja gar nicht durch so. Oh. Okay, der hat zwei Angriffe, wie es aussieht. Zeig dich mal. Super cool, ein lila Riesenwurm. Yeah. Na, da wirft er sich so drauf. Das ist so eine Beißattacke. Und das hier? So eine drauf. Von oben draufwerfattacke. Hm. Sonst kannst du nichts. Du kannst ihn nicht einbuddeln. Das heißt, wir kommen hier nicht runter durch. Du bist zu hoch.
Nehmen wir mal Ming auf Follow. Auch wenn es ziemlich gefährlich ist, da müssen wir jetzt echt gut auf sie aufpassen. Kommen wir denn hier irgendwie runter ans Wasser? Oh, hier sind so steile Küsten. Oh, da ist der andere Wurm. Das ist auch nicht gut. Hey, kommen wir aber runter. Mann, ist das witzig. Ming, bleib hier. Ming, bleib hier. Wir müssen den Deathworm machen. Wow. Deathworm gegen Deathworm. Wer gewinnt? Und wie lange dauert es vor allem? Der hat ziemlich viel HP, denke ich mal. Aber es sieht ganz gut aus. Wir haben ihn gleich. Der hat nicht viel. Was kriegen wir denn? Öl, Silica Pearls. Jetzt weiß ich, wo wir Silica Pearls herbekommen. Wir müssen Würmer farmen. Das ist ja eigentlich ganz gut machbar so. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Silica Pearls. Kannst du denn schwimmen? Hier sieht es halt ziemlich tief aus. Wenn ich jetzt da runterspringe, dann sind wir da unten, denke ich mal. Nee, du kannst schwimmen. Nice. Ja, wenn das so ist, dann gehen wir wieder an Land. Wenn wir das können. Kommen wir hier wieder hoch? Sieht nicht so aus. Können wir denn springen oder so? Nö. Ich glaube, wir kommen nicht mehr an Land. Egal. Ich steige jetzt mal ab und steck fest. Oh, das ist nicht gut. Man steigt scheinbar so nach vorne irgendwie, nach vorne unten ab. Gehen wir mal kurz an Land und steigen wieder auf Ming um. Ming, komm mal mit. Genau. Ming ist ein bisschen schnell. So. Komm mal zu uns. Ming? Ah, da bist du. Du bist sogar gelandet. Brav. Jetzt haben wir den auf Follow. Und nehmen den einfach mit nach Hause. Der hatte keinen Oxygen Start, also ich gehe davon aus, dass der... Was machst du denn jetzt? Kommst du mit? Oh! Schlecht gesteuert. Den müssen wir jetzt irgendwie sicher nach Hause bringen. Der ist nicht super schnell, das heißt, es wird ewig lange dauern. Jetzt ist er wieder mit dabei. Bisschen komisch. Da ist Ming. Ich weiß auch nicht, wie ich mit Ming den langsamen Wurm nach Hause bringen soll. Das wird nicht einfach, wie gesagt. Also wir müssen in die Richtung von dieser Eisinsel. Vielleicht fliegen wir einfach mal so querfeldein. Der kann ja dann da an Land gehen und so. Okay, er kommt auf jeden Fall mit. Der müsste ja noch auf aggressiv stehen. Okay, wir fliegen jetzt in diese Richtung. Dann ist unsere Insel da in der Mitte der Map. Die müsste doch eigentlich viel südlicher sein. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Ich habe zu wenig auf die Karte geschaut bis jetzt. Jetzt müssen wir erstmal auf den Deathworm warten. Ich hoffe, wir treffen keine Mosas oder sowas, aber die kommen ja zum Glück nicht an die Oberfläche. Wenn, dann treffen wir irgendwelche verrückten Haifische. Die sind auch ganz schön fies. Und einige Stunden später sind wir auch schon fast zurück. Da vorne ist unsere Halbinsel. Auf der Map sieht das Ganze so aus. Wir sind also tatsächlich ziemlich weit im Süden mit unserer Insel. Und die ist eigentlich auch ganz gut zu sehen, die Halbinsel. Also ist eigentlich ganz klar, wo unsere Base ist. Da schwimmt unser Wurm. Wir sind also gleich zu Hause. Es gibt einige Stellen auf der Map, wo diese komischen Bäume stehen, die so rumlägen. Nicht nur hier auf der Wüsteninsel, sondern die habe ich auch schon woanders gesehen. Also wenn ihr irgendwo Lags habt, dann hackt vielleicht die Bäume ab oder ihr müsst einfach umziehen. Das liegt wirklich an den Bäumen, wie es aussieht. So, dann können wir jetzt langsam hier landen. Das hat wirklich lange gedauert. Also als nächstes brauchen wir definitiv Teleporter. Nochmal mache ich das nicht, dass ich da draußen irgendwo so ein Tier sehe. Das dauert ziemlich lange. Was schwebt denn über deinem Kopf? Was war das denn? Das sah super komisch aus. Du hast Hunger. Oh. Du hast ein Hungersymbol. Das heißt wohl, du hast Hunger, ne? Oder, weiß nicht, was das heißt. Oh, das fühlt sich an, als würde man durch den Boden fallen hier. Sieht so aus. Du hast aber gar keinen Hunger. Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. Vielleicht hast du irgendwas gegessen und das war das Fresssymbol. Aber was hast du denn gegessen? Du hast ja eigentlich gar nichts zu futtern. Du hast nur Prime Meat. Frisst du vielleicht Prime Meat? Was ist jetzt los? Ich weiß nicht. Klingt, als wäre irgendwas. Wo ist unser Rex? Ein Rex fehlt. Da war irgendwas. Okay, da steht der andere Rex. Die haben auch irgendwas angegriffen, die stehen auch alle ineinander.
Und der Deathworm hat auch irgendwas gefressen. Was auch immer das war. Wahrscheinlich ein Pegomastax oder so. Okay. Jetzt haben wir einen super coolen Deathworm hier zu Hause. Der hat schon 100.000 HP und ist noch kaum gelevelt. Das ist schon ziemlich genial. Gehen wir mal auf 200% Movement Speed. Oh ja, das ist gut. Petri. Oh. Wir haben 100 Schaden gemacht. Das war nicht viel. Der muss auch weg. Das ist besser. Oh, der lebt noch. Wow. Können wir mit dir tauchen? Du hast ja keinen Oxygen Stat. Da müsste man doch mit dir tauchen können, eigentlich. Schwimmen kannst du auf jeden Fall. Was schon mal ziemlich cool ist. Ja, der hat keinen Oxygen Stat. Der hat aber Torpor. Wieso hat er denn Torpor? Torpor geht hoch. Oh, ich weiß nicht, wieso Torpor steigt. Was bedeutet das? Also, ich habe einen Oxygen Stat, das heißt, ich brauche erstmal eine Taucherflasche oder sowas. Aber was ist mit dem Wurm? Torpor steigt. Du hast keinen Hunger? Und Torpor steigt die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen. Vielleicht muss der tagsüber schlafen. Der hat hier Healing und Digesting. Ich weiß auch nicht, was der die ganze Zeit futtert. Ich gebe ihm ja gar nichts. Das ist alles ein bisschen komisch. Ich glaube, ich nehme mir mal alles weg und dann schauen wir mal, was er dann macht. Ja, da haben wir normales Fleisch. Vielleicht hat er das gefressen. Vielleicht machen die das Verdauen macht müde vielleicht oder so. Ich weiß nicht. Wieso blinkt die ganze Zeit Food? Du hast doch genug Food. Hier noch ein bisschen in Melee Damage. Der ist mordsstark, der Wurm. Ich glaube, wir bleiben bei 100.000, oder? 100.000 HP, das ist mega viel. Wir sind Level 932, das ist auch richtig gut. Der ist auch ein bisschen hoch beim Absteigen. Frostbite hat 200.000 HP. 200.000. Sind wir nicht auf 100.000 gegangen? Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht werden die Werte nochmal so ein bisschen höher, wenn man den Server neu startet. Das war ja bei anderen Mods auch so, dass sich die Stats dann nochmal ändern. Aus dem Wurm werde ich nicht wirklich schlau. Wieso hat er denn Darts an Bord gehabt? Ich verstehe nix. Vielleicht noch vom anderen Wurm, den er gekillt hat? Torpor. Steigt weiter. Zu fressen hat er genug. Der kriegt jetzt auch aus der Feeding Trough. Ich habe hier extra eine Feeding Trough hergestellt. Endlich mal. Und zwar ist das so eine besonders teure Special Feeding Trough. Bulk Feeding Trough. Aus dieser Bulk Crafting Mod. Und die ist super witzig. Die füttert auch Baby-Dinos und so. Hungry Pets, Imprinted Babies, Restored Food. Also, und scheinbar über eine größere Reichweite hinweg. Können wir das irgendwie anzeigen lassen? Fett-Icon. Ich sehe jetzt kein Fett-Icon. Ich glaube, das könnte dieses Icon gewesen sein, was der Deathworm hatte, als wir in die Gegend gekommen sind. Vielleicht war das die Mod hier. Das könnte ganz gut sein. Ich bin noch so ein bisschen am Rätseln. Das ist auf jeden Fall ganz cool, das Teil. Hide-Fat-Icon. Okay. Das heißt, die haben dann so einen riesen Knochen über dem Kopf. Hähnchenschenkel, wenn die gefüttert werden. Wie sieht's denn aus mit Torpor und so? Torpor? Er steigt halt die ganze Zeit. Also ich habe immer noch mordsschlechte Framerates hier durch die Bäume. Da können wir jetzt im Moment nichts machen. Wir haben jetzt Black Pearls, wir haben auch ein paar Silica Pearls, wir haben aber nicht genug, um den Spino-Sattel herzustellen. Das heißt, wir müssen wirklich diese Silica Pearls irgendwie ranschaffen. Das heißt, wir müssen uns eine Taucherrüstung bauen, ansonsten kommen wir nicht auf den Grund des Meeres. Und für die Taucherrüstung brauchen wir, glaube ich, auch Silica Pearls. Na, das könnte alles noch ein bisschen kompliziert werden. Wir brauchen den Fabricator als erstes. Den S-Plus Fabricator am besten. Dafür brauchen wir, glaube ich, die S-Plus Station, ne? Station, wie heißt die? S-Plus Crafting Station. Brauchen wir Metall? Haben wir hier? Dann craften wir uns das Ding. Und da können wir dann, glaube ich, den Fabricator drin herstellen. Wir brauchen unbedingt ein zweites Haus irgendwie. Irgendwas, wo wir ein bisschen Platz haben. Da haben wir den Tisch mal damit dazu. So. Wir müssen hier dringend aufräumen. Hier drin ist zu wenig Platz. Ich habe auch schon überall Kisten stehen. So.
Fabricator, das Ding wollen wir. Metal Ingot, Cementing Paste, haben wir beides irgendwo? Nee, Cementing Paste habe ich nicht mehr. Spark Powder, Crystal und Öl. Öl haben wir gefunden. Spark Powder. Das Cementing Paste, okay. Spark Powder, Crystal. Müssten wir alles noch genug haben? Das sollte kein Ding sein. Spark Powder? Crystal? Was hat noch gefehlt? So. Durch dieses Geläge kann man auch so super schlecht drehen, weil auf der einen Seite hat man halt die 50 FPS und an der anderen nur 10. So, weiter geht's. Mein PC hat mich leider im Stich gelassen. Aber jetzt sind wir wieder hier. Ich habe alles nochmal gemacht. Wir wurden so, ja, wahrscheinlich die maximale Zeit zurückversetzt. Also es ist eine Viertelstunde. Alle Viertelstunde wird ja gespeichert. Aber ich habe wieder alles aufgebaut. Ich habe jetzt den Fabricator hergestellt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Gasolin. Das habe ich auch schon hier gestartet. Wir haben jetzt 30. Das heißt, wir können jetzt irgendwo unseren Fabricator hinstellen. Ich habe schon geguckt hier unten. Unsere Sachen wachsen ziemlich gut. Unsere Seeds. Das sind alles diese Magic Seeds. Die sehen auch ganz cool aus, wenn man da dran ist. Nur von Weitem sehen die so ein bisschen verblockt aus. Blockartig, ganz komisch. So sehen die ganz cool aus. Die haben alle genug Dünger. Das hier hat erst 120.000, aber die anderen haben unendlich viel. Das hat 47. Gut, die brauchen auch bald noch was. Aber wir haben hier den normalen Dünger, der immer mal wieder hergestellt wird. Und wir haben, glaube ich, hier auch schon wieder so ein Magic. Ja, haben wir. Könnte ich auch direkt noch einen herstellen. Da kann man immer nur einen zur Zeit herstellen. Also ist ein bisschen unpraktisch. Dauert auch ziemlich lang. Also ist wohl so gedacht, dass man das nicht langfristig als Lösung verwendet, sondern ich weiß nicht mehr, wie das ging. Irgendwie kann man das Zeug automatisch herstellen. Das finden wir noch wieder raus. Soweit sind wir noch lange nicht. Das kommt dann ganz am Schluss. Für einen Moment. Ja, da gibt es diesen Dungbeetle. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Für einen Moment machen wir das alles so von Hand. Nee. Farming? Irgendwo gibt es so einen Käfer, glaube ich, den man herstellen kann. Und der macht das für uns. Früher oder später haben wir den dann sowieso wieder. Dino, Farming, Structures, Crafting. Ich finde den im Moment. Ah, da ist er. Okay. Das ist der Robo-Beetle und der stellt Magic Fertilizer her. Das ist das Viech, was wir brauchen. Der kostet 5 Essen, das heißt, das ist so ein Endtier-Viech. Wir sind jetzt im Moment bei den 1 Essen und arbeiten uns in Richtung 2 Essen. Wow, fertig! Super cool! Die ersten sind fertig. Da können wir jetzt ein bisschen zugucken, wie die wachsen. Da müssten dann irgendwie so ein paar von diesen coolen kleinen Seeds rauskommen. Von diesen 1 Essen heißt das Zeug. Jetzt stellen wir erstmal hier diesen Fabricator noch mit hin. Und ich stelle den einfach hier in die Mitte, weil keine Ahnung, wo ich den später hinstelle. Wir haben noch nicht mal ein Gebäude hier stehen. Wir brauchen jetzt einfach Ressourcen. Und ich denke, der beste Weg ist über diese Resource Crop Mod. So, turn on. Ding läuft. Jetzt können wir uns die Taucherrüstung herstellen. Das kostet Metal, Polymer, Heil und Fiber. Das ist überhaupt kein Ding. Ein bisschen Crystal und ein paar Silica Pearls. Das holen wir uns alles, dann stellen wir uns die Taucherrüstung her und dann können wir theoretisch nächstes Mal direkt abtauchen. So, die Rüstung läuft. 4 Stück. Wir brauchen eigentlich hauptsächlich die Taucherflasche, vielleicht die Flossen. Und dann können wir direkt hier unter unserer Base abtauchen. Wir könnten uns auch noch diese coole, wo ist denn das Ding? Diesen Torpedo-Dings bauen. Wie heißt das Teil? Harpune heißt das Ding, nicht Torpedo. Oder, was ich auch gesehen habe, da gibt es so ein ziemlich witziges Kampfmesser, was wir uns noch bauen könnten. Das war hier in dieser Waffenmod mit drin. Military Weapons. Wo ist das Ding? Was ist das denn? Katana. Okay. Throwing Knife. Also hier gibt es total viel witziges Zeug und das ist diese Survival Knife. Das ist alles bezahlbar. Wir können mal alles ausprobieren eigentlich. Nehmen wir mal die 3 mit. Das ist eine Wurfwaffe, oder? Throwing Knife. Keine Ahnung, ob die dann zurückkommt oder ob man die jedes Mal neu craften muss. Die ist ziemlich teuer. 30 Metall, 5 Polymer und ein bisschen Cementing Paste. Ich habe schon ein paar Kugeln hergestellt und Patronenhülsen. Also, das ist, da habe ich schon mal gestartet. Da müssen wir auf jeden Fall dann mal rein. Okay, das war falsch. Wir müssen hier Items. Und da ist das Zeug, genau. Also ein paar von den Blueprints sind hier im Inventar drin. Unter anderem diese Bullets und die Shells.
Davon habe ich jeweils 100 hergestellt. Die brauchen wir dann, um Munition herzustellen. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir haben jetzt erstmal die Nahkampfwaffen gebaut. Können wir die Speere eintüten? Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt ein Survival Knife. Wow. Fettes Ding. Ist ja fast schon ein Schwert. Okay. Dann suchen wir uns mal irgendwas ganz Gefährliches, gegen das wir uns verteidigen müssen. Ah. Mal sehen, ob wir irgendwas finden. Petri. Super gefährlich. Ich glaube, ich habe verfehlt. Ah, ich weiß nicht, ob die sich wehren hier, die Morshops. Das ist eine Motte. Motte? 900. Das ist schon mal ganz gut. Und was haben wir noch im Angebot? Throwing Knife. Können wir das Ding jetzt irgendwie auf so einen Prokoptodon werfen? Oh, da ist so was Böses. Wow! Alter Schwede. Ich dachte, das wäre tot gewesen. War das jetzt noch einer? Wir töten die und farmen die ab und machen über 5000 Damage. Was geht denn? Das ist, glaube ich, die beste Waffe. Ich weiß nicht, ob wir da was... 7000? Ich glaube nicht, dass wir da was Besseres finden, ganz ehrlich. Was denn mit dem Katana? Katana? Oh, das ist ein böser Gegner. Ist aber ein ganz normaler, ne? Vielleicht einen Level-Check machen, bevor wir da rangehen? 200? Ich weiß nicht. Okay, wir riskieren es jetzt einfach mal. Hey, du! Der ist zu schnell für mich. Wow! Die Waffen sind übelst OP einfach nur. Was geht denn? Ja gut, wir haben Katana und wir haben diese Throwing Knives. Die sind wahrscheinlich von der Reichweite nicht ganz so gut, ne? Aber man kann sie dafür werfen, also sind sie eigentlich noch sehr viel besser. Das ist ein Schaf. Schaf? Uwis. Schaf. 900. Also, 8000. Wow. Wir brauchen ganz viel Raw Mutton, das ist immer gut. Dann müssen wir kein Prime Meat benutzen. Wow, was kommt denn da raus? Reicht's jetzt irgendwann? Da kommt doch ganz viel Pelt raus. Ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhört. Ich glaube, wir brauchen nie wieder Pelt. Also Schafe sind ganz gut. Definitiv. Die Sachen haben auch Haltbarkeit, oder? Ja, haben sie. Der Wurfstern hat keine Haltbarkeit. Der ist total genial. Ich glaube, wir nehmen den Wurfstern. Obwohl das Katana auch ziemlich cool aussieht. Katana? Ah, definitiv. Aber der Wurfstern hat auch was, ne? So, wo ist das Ding? Sieht ein bisschen schlichter aus, aber doch ziemlich groß. Und funktioniert super gut. Dann haben wir so ein paar Waffen. Das ist nicht verkehrt. Bis jetzt sind wir immer ohne Waffe rumgelaufen. Das ist vielleicht nicht das Klügste, was man machen kann. Und ich bin immer noch nicht sicher, wie diese Wurfsterne funktionieren. Die machen manchmal ultra viel Schaden und manchmal nicht ganz so viel Schaden. Eigentlich machen sie immer ultra viel Schaden. Okay. Müssen wir ihn wieder unequippen und neu equippen. Ich glaube, der war ganz weit weg und musste erstmal zurückkommen. Was passiert denn, wenn ich den da rauswerf? Okay. Der funktioniert genauso wie der Boomerang. Okay, da ist er wieder. Hat nicht so ganz getroffen, aber wir haben ihn trotzdem gefangen. Na gut. Wir haben eine neue Waffe. Wir haben einen Riesenwurm gezähmt. Deathworm, Level 930. Das klingt so fies. Wie nennen wir dich? Irgendwas ist in der Nähe. Higo Mastax. Ja. Ich glaube, ich habe eine Idee. Du heißt jetzt... Harvest? Ich glaube, wir müssen näher ran. Also zum Absteigen sind die ein bisschen unpraktisch. Options. Change Name. Der Ohrwurm. Du heißt jetzt Ohrwurm? Bist du überhaupt... Die haben keinen... Doch, die haben Geschlechter. Man kann doch keine Würmer nachzüchten, oder? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das kann ja wohl nicht sein. Legen die dann riesige Wurmeier, oder wie? Eieiei. Auf jeden Fall super cool. Wir haben ein paar coole neue Sachen gesehen. Und ja, ich habe auf der Schulter auch hier schon wieder unseren Jaboa. Bunte Maus habe ich ihn jetzt genannt, weil es ist ja kein Hund. Sonst hätte ich ihn bunter Hund genannt. Na gut. Auf jeden Fall ziemlich bunt. Wir haben jetzt einen bunten Wurm und einen bunten Jaboa und einen super coolen Wurfstern.
Nächste Episode sind bestimmt schon die ersten Seeds fertig. Da können wir dann mal gucken, ob wir vielleicht ins zweite Tier vorangehen können. Und dann müssten wir uns endlich mal Silica Pearls holen können. Ich habe, wie gesagt, keine gefunden an der Oberfläche. Das heißt, die gibt es wohl wirklich nur tief irgendwo im Meer drin. Da müssen wir ein bisschen tauchen. Aber ich denke mal, hier bei uns sollten wir auf jeden Fall welche finden. Da ist das Wasser richtig tief. Da muss es einfach Silica Pearls geben. Na gut. Das war es aber erstmal für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.